Bei Saal Digital kannst du viele verschiedene Fotoprodukte gestalten. Du findest sie im Hauptmenü der Software. Bei diesem Projekt entscheiden wir uns für ein Fotobuch. Du wirst sehen, dass es verschiedene Optionen für unser Fotobuch gibt, sowie Größen und Formate. Wir wählen das Fotobuch, das am besten zu unserem Projekt passt. In diesem Beispiel wählen wir diese Option. In diesem Konfigurationsbereich können wir die Eigenschaften unseres Fotobuchs festlegen. Wir können über das Material und die Innenseiten entscheiden und auch eine Geschenkbox hinzufügen. Alle Optionen können sich im Laufe der Zeit ändern, da wir unsere Produkte stetig aktualisieren und verbessern. Sobald wir fertig sind, klicken wir auf Gestalten. Die Software bietet drei Gestaltungsmodi, die sich an unsere Zeit und unsere Wünsche anpassen. Schauen wir uns an, welche das sind. Wenn wir wenig Zeit haben und so schnell wie möglich ein Fotobuch gestalten möchten, sollten wir den Modus One-Minute-Fotobuch wählen. Jetzt wählen wir einfach die Designlinie, die uns am besten gefällt. Und wählen die Bilder und die Anzahl der Seiten, die wir in unser Fotobuch aufnehmen wollen. Wir können die Anzahl der Seiten später bei Bedarf noch ändern. Und schon ist unser Fotobuch fertig. Jetzt müssen wir nur noch überprüfen, dass alles so ist, wie wir es wollen und die Änderungen vornehmen, die wir für notwendig halten. Werfen wir aber zunächst einen kurzen Blick auf die Designoberfläche. Im oberen Menü finden wir die wichtigsten Werkzeuge zur Verwaltung unseres Projekts, wie Speichern oder Teilen, Hinzufügen von Elementen in den Vorschau-Modus wechseln oder um die Einstellungen der Software anzupassen. Am unteren Rand finden wir Optionen zu den Seiten unseres Fotobuchs und Optionen zum Hinzufügen, Löschen und zum Ändern der Reihenfolge der Seiten. Im linken Menü finden wir alles, was wir brauchen, um unsere Ordner zu durchsuchen und neue Bilder zum Projekt hinzuzufügen. Alle Werkzeuge, die wir brauchen, um unser Fotobuch individuell zu gestalten, sind im rechten Menü zu finden, wie zum Beispiel Cliparts, Hintergrund und Layouts. Wenn wir möchten, können wir die seitlichen Menüs und das untere Menü ausblenden, um mehr Platz für die Gestaltung unseres Fotobuchs zu haben. Werfen wir einen Blick auf unser Fotobuch. Das ist das Cover und hier die Rückseite des Covers. Wir können das Layout des Covers ändern, wenn wir wollen. Im Menü Layouts finden wir mehrere Layout-Optionen, die dem ausgewählten Designstil entsprechen. Wir wählen das Layout, das uns am besten gefällt. Und wenn wir möchten, können wir die Designlinie hier jederzeit wieder ändern. Schauen wir uns die Innenseiten genauer an. Wenn wir möchten, können wir unsere Bilder bearbeiten. Sobald wir ein Bild auswählen, wirst du feststellen, dass auf der rechten Seite weitere Optionen erscheinen. Diese Optionen ermöglichen es uns, unsere Bilder individuell zu gestalten. Am oberen Rand des Bildes befinden sich außerdem kleine Werkzeuge. Hier können wir zum Beispiel unsere Bilder spiegeln, hineinzoomen, herauszoomen und den Bildausschnitt verschieben. Wenn wir zwei oder mehr Bilder auf einer Seite haben, können wir sie auch untereinander austauschen. Dazu müssen wir sie nur auswählen und auf Selektierte Bilder durchtauschen klicken. Wir können auch Texte zu unseren Seiten hinzufügen. Klicke dazu auf Text hinzufügen im oberen Menü und ein Textfeld wird eingefügt. Wir können es frei platzieren, wo immer wir wollen oder ein Layout mit einem Text auswählen. Die vorgeschlagenen Layouts wurden aktualisiert, sodass sie eine Textbox enthalten. Wir entscheiden uns für dieses Layout. Wie bei den Bildern erscheinen auch bei der Auswahl eines Textes auf der rechten Seite und über dem Textfeld Werkzeuge. Wir können den Stil unseres Textes ändern, indem wir entweder auf das Feld Texteditor klicken, das über dem Text erscheint, oder auf den Button Textbox klicken, welches sich im rechten Menü befindet. In unserem Beispiel werden wir die Schriftart ändern, die Größe und die Farbe des Textes. Sehen wir uns die anderen Möglichkeiten an, um unser Fotobuch zu gestalten. Wenn wir unser Fotobuch Seite für Seite gestalten und dabei etwas Hilfe und Layout-Vorschläge erhalten möchten, ist die beste Option der Komfortgestalter. Wählen wir unsere bevorzugte Designlinie. Hier können wir die Designs nach Kategorien filtern und unser Lieblingsdesign auswählen. Jetzt legen wir eine Anzahl von Seiten für unser Fotobuch fest. Wir können die Anzahl der Seiten jedoch jederzeit ändern. Die Grundlage für unser Fotobuch ist nun geschaffen und wir können mit der Gestaltung beginnen. Als erstes entwerfen wir das Cover und die Rückseite des Covers. Um ein Bild hinzuzufügen, wählen wir einfach ein Foto aus und ziehen es in das Fotobuch. Daraufhin werden uns drei Optionen angezeigt. Diese Optionen ermöglichen es uns, zwischen einem vorgeschlagenen Layout zu wählen, das Bild als Hintergrund einzufügen oder unser Foto einfach hinzuzufügen, ohne das Layout dabei zu verändern. Wählen wir die erste Option. Das vorgeschlagene Layout wird direkt in das Fotobuch eingefügt. Wir können es natürlich immer noch ändern, wenn wir wollen. In diesem Beispiel werden wir einen Text hinzufügen
und wählen ein Layout, das das gerade hinzugefügte Textfeld enthält. In diesem Fall entscheiden wir uns für ein Layout, das auch ein Clipart enthält. Wir können unseren Text noch individueller gestalten, wenn wir wollen. Wenn wir einen Text auswählen, werden wir zusätzlich zu den neuen Optionen, die auf der rechten Seite erscheinen, die Texteditor-Werkzeuge über dem Textfeld angezeigt. Wenn wir darauf klicken, erscheint ein Pop-up-Menü, in dem wir verschiedene Optionen zur Bearbeitung des Textes finden. In diesem Beispiel ändern wir die Schriftart und verringern die Größe ein wenig. Und schon ist unser Cover fertig. Gestalten wir nun die Innenseiten. Um mit der Gestaltung unserer Seiten zu beginnen, müssen wir ein Layout auswählen und können unsere Fotos hineinziehen. Wenn wir wollen, können wir bereits platzierte Bilder ersetzen. Dazu müssen wir ein neues Bild über das andere ziehen. Wir können so viele Fotos hinzufügen, wie wir möchten. Je nach Anzahl der hinzugefügten Bilder stehen uns verschiedene Layout-Optionen zur Verfügung. In diesem Fall verwenden wir die Option als Hintergrund, um Vorteile der Lay-Flat-Bindung zu nutzen. Gehen wir weiter zur nächsten Seite und fügen zwei Bilder ein, indem wir die Option ohne Änderung des Layouts hinzufügen verwenden. Damit werden die Bilder direkt in das Fotobuch eingefügt, ohne dass ein Layout ausgewählt wird. So können sie frei platziert werden. Wir können auch ein Layout wählen, nachdem die Bilder bereits auf der Seite eingefügt wurden. Die Bilder passen sich dann automatisch an das gewählte Layout an. Die Designlinie können wir hier jederzeit noch ändern. Wir können das Layout auch spiegeln, wenn wir wollen. Wir werden unser Bild spiegeln, ein wenig hineinzoomen und einen neuen Ausschnitt wählen. Wenn wir Seiten hinzufügen oder löschen wollen, können wir das hier tun. Natürlich können wir auch die Reihenfolge der Seiten ändern, indem wir unsere Seiten einfach nach vorne oder nach hinten verschieben. Wenn wir bei der Gestaltung unseres Fotobuchs völlig frei sein wollen, sollten wir zu Beginn eine leere Vorlage wählen. Wir wählen die geschätzte Seitenanzahl. Die können wir aber später noch ändern und schon kann unser Fotobuch gestaltet werden. Wir können mit der Gestaltung beginnen, indem wir Bilder aus unserem Ordner ziehen. Fügen wir zunächst zwei Bilder zu unserem Cover hinzu. Wir können unsere Bilder nach Belieben platzieren und ihre Größe ändern. Wir haben die Möglichkeit, die Größe der Bildbox zu ändern, indem wir auf den Rahmen klicken und ihn skalieren. Wir können auch ein Raster verwenden, um die Elemente auf der Seite besser anzuordnen. Wir müssen nur auf den Button Seite auf der rechten Seite klicken, das Raster aktivieren und die für uns am besten geeigneten Einstellungen wählen. Nun können wir die Größe und Position unserer Elemente anpassen. Wenn wir mit der Platzierung unserer Elemente fertig sind, können wir das Raster ausblenden, indem wir die Option Kein Raster wählen. Wir können um unser Bild auch einen Rahmen legen. Wähle einfach ein Foto aus und klicke auf Rahmen. Es stehen mehrere Rahmenoptionen zur Verfügung. In diesem Beispiel wählen wir diesen aus. Wir können auch die Farbe und die Dicke des Rahmens ändern. Fügen wir dem Cover einen Titel über den Button Text hinzufügen hinzu und platzieren ihn an der gewünschten Stelle. Über Textfeld können wir den Stil anpassen und schon ist unser Cover erstellt. Auf den ersten Seiten werden wir einen Hintergrund hinzufügen. Wenn wir auf Hintergrund klicken, können wir zwischen Farben, einem Verlauf, einer Textur oder einem Bild auswählen. Wenn wir wollen, können wir denselben Hintergrund auf allen Seiten anwenden und ihn hier wieder löschen. In diesem Fall wählen wir ein Layout mit einer Bildbox auf der rechten Seite und ziehen ein Foto dorthin. Wir können Farbanpassungen an unseren Fotos vornehmen. Wenn wir auf das Bild Filter klicken, werden uns verschiedene Optionen angezeigt. Bei diesem Foto werden wir die Sättigung ein wenig erhöhen. Und schon ist die Seite fertig. Auf zur nächsten Seite. Wir wählen ein Layout als Ausgangspunkt und ziehen die Bilder darüber. Wir können auch eine bestimmte Größe für unser Bild auswählen, wenn wir wollen. Dazu müssen wir auf Position klicken. In diesem Menü haben wir mehrere Optionen, um die Größe und Position unseres Bildes anzupassen. Weisen wir dem Foto eine bestimmte Größe zu und zoomen heraus. Wir können Elemente auch automatisch ausrichten lassen, um sie auf der Seite anzuordnen. In diesem Beispiel werden wir das Bild horizontal und vertikal zentrieren. Du wirst feststellen, dass bei der Auswahl von zwei oder mehr Objekten neue Optionen im Positionsmenü erscheinen. Wir können ihre Option gemeinsam einstellen. Zentrieren wir sie in der Seitenmitte. Wir können auch unsere eigenen Layouts erstellen, indem wir die Bildbox aus dem oberen Menü einfügen. Wir können ihre Größe ändern und sie an der gewünschten Stelle platzieren.
Mit den Tools Kopieren und Einfügen fügen wir auf der nächsten Seite eine Box mit denselben Parametern ein. Fügen wir eine Füllungsbox hinzu, indem wir im oberen Menü auf Füllung hinzufügen klicken. Über Füllungsbox können wir die Farbe des Rahmens ändern. Wir können uns auch für einen Farbverlauf oder ein Muster entscheiden. Ändern wir die Größe der Box, damit sie die ganze Seite bedeckt. Die Hierarchie der Elemente können wir hier ändern. Auf dieser Seite platzieren wir die Füllungsbox hinter die Bildbox. Dazu müssen wir auf Position klicken und nach hinten Verschieben auswählen. Wie auch bei den Bildern können wir auch unseren Bildboxen einen Rahmen hinzufügen. Dazu müssen wir nur auf Rahmen klicken und den gewünschten Rahmen auswählen. Wir können auch Schatten hinzufügen, wenn wir wollen, indem wir auf den Button Schatten klicken. In diesem Menü haben wir mehrere Optionen, um die Schattierung einzustellen. Und schon haben wir unser eigenes Layout entworfen. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Bilder hinzuzufügen. Wir müssen nur ein Bild in eine Bildbox ziehen. Wechseln wir auf eine andere Seite. Wir können auch eine große Auswahl an Cliparts nutzen. Du findest sie alle unter Cliparts und kannst die wählen, die dir am besten gefallen. Es stehen viele Optionen zur Auswahl. Natürlich können wir die Vorteile der Lay-Flat-Bindung nutzen und unser Foto über den ganzen Hintergrund legen. Dazu klicken wir einfach mit der rechten Maustaste darauf und schon werden uns alle Optionen angezeigt. Wir wählen Bild als Hintergrundbild verwenden und fertig. Sobald wir unser Fotobuch fertiggestellt haben, können wir es über den Button Artikel in den Warenkorb legen bestellen. In diesem Video haben wir nun einige der verfügbaren Tools gezeigt, aber es gibt noch viel mehr. Saal Design ist ein umfassendes Gestaltungsprogramm, das es uns ermöglicht, das Beste aus unseren Fähigkeiten zu machen und sich gleichzeitig an unsere Zeit und Bedürfnisse anpasst. Da wir unsere Software ständig verbessern, wirst du in Zukunft sicherlich neue Werkzeuge und Funktionen finden. Deshalb ermutigen wir dich, in die Software einzutauchen, ihre Möglichkeiten zu entdecken und ihr Potenzial auszuschöpfen. Und zögere nicht, uns bei jeglichen Fragen zu kontaktieren. Jetzt bist du dran!